So, jetzt der Norma. Und da werde ich mal gucken, was es da zu bekommen ist. Also, was es da zu bekommen gibt. Und dann schauen wir mal. So. Na toll. So, mal sehen, was der Fräsmann macht. Also beim Lidl, nee, erst beim Netto war ich, gab es nichts. Beim Lidl gab es auch nichts. Im Norma gab es nur Party-Papa-Luftschlangen. Ist ja schrecklich. So, hier sollte es was geben. Hier, für 1,99. Das wäre gut, aber hier gibt es einfach nichts. Ja, unglaublich. Es gibt einfach hier nichts. Es gibt einfach nichts. So, weiter geht's mit der Einkaufstour. Teddy brauche ich gar nicht gucken zu gehen, denn die haben nichts. Da war ich schon vor ein paar Tagen. So unfassbar, der Lidl hatte absolut kein F1-Feuerwerk. Nicht mal Wunderkerzen, gar nichts. So unfassbar, im Aldi hatten sie auch überhaupt nichts an F1. So, Thomas Philips, mal sehen, was die haben. So, hier in dieser Lagerhalle habe ich vor 20 Jahren meine ersten China-Böller von Keller gekauft. Schinkenweise, massenweise. Und da gab es ja in der ganzen Lagerhalle nur China-Böller von Keller und ein paar andere Kleinigkeiten und ein paar Raketen und sowas. Da ging es rein, dann hat man eine Dreiviertelstunde angestanden und dort ganz hinten hat man dann seine Böller bekommen. Sie wurden sogar als Einzelpäckchen verkauft und noch mit D-Mark bezahlt und Pfennigen. So, bis jetzt hatten die ganzen Läden, die als Geheimtipp gelten, heute noch F1 zu bekommen, gar nichts. Aber Zahlenwunderkerzen hatten sie immerhin. Das ist das Erste, was ich dieses Mal heute gesehen habe an F1. Aber kaufe ich mir natürlich nicht für den Preis. 1 Euro pro Zahl, die sind auch krank. So, hier steht Kaufland, 200 Meter rechts. Aber das ist Bullshit, weil hier muss man nach links abbiegen. So, und jetzt ist es trotzdem auf der rechten Seite. Auf der linken Seite, meine ich. Euer Ernst. So, Kaufland. Da gab es nur Partypopper und Wunderkerzen. Beides ausverkauft. Also auch hier keinerlei nichts. So, Wunderkerzen. 4 Euro. So, jetzt war ich noch im Globus gewesen und ihr seht ja, was es da gab. Ein paar Wunderkerzen überteuert. Brauche ich nicht. Habe ich eh genug zu Hause, aber bessere. Na gut. So, der Netto hatte natürlich wieder überhaupt nichts und wir sehen uns dann bei der Gesamtübersicht. So, und das ist meine Ausbeute von der ganzen Tour. Streichhölzer bunt, 10 Stück, 50 cm, also 100 Stück. Ja, besser als nichts, würde ich mal sagen. Darf nicht in die Hände von General Lang. Schauen Sie uns an. Für meine Streichholzsammlung. Aha. 3 Farben. Hier sind noch mehr gelbe. Okay. 20 rot, 15 blau, 15 gelb. Wobei die Qualität hier ein bisschen schwankend ist. Okay. Hier auch wieder 20 rot, 15 blau, 15 gelb. Wobei die hier am meisten Brennmasse haben und die eher am wenigsten. So, die Schachtel für meine Streichholzsammlung. Da habe ich mal hier die gelben, hier die besseren gelben reingetan. Und jetzt gibt es auch noch einen Test. Wobei hier ist eigentlich grün, rot, gelb abgebildet. Aber blau sieht eh besser aus. So. Ja, beeindruckend. Oh, das riecht auch interessant. Wow. Sehr interessant. Und gelb. Komischer Effekt. Der hat ein bisschen Probleme. Ja, coole Sache.
Da habe ich nichts Schlechtes gekauft. Dann tschüss, bis zum. Wir sehen uns beim Silvester-Vlog auf jeden Fall. Und Eröffnungsvideo. Ach so, 69 Cent war der Preis.